Wie ihr euch diese geile Lampe selber baut, seht ihr nach dem Intro. Für die Lampe benutze ich einen alten Balken von meinem Vermieter vom Dachgeschoss. Der restauriert ja, renoviert ja gerade ein Haus, Kernsanierung. Und da werden wir den jetzt zuschneiden an der Bandsäge. Die Record Power Sabre 350 habe ich mir ja gegönnt. Und bis jetzt bin ich zufrieden. Dann schauen wir mal, was er mit dem Kantholz macht. Unser Kantholz hat jetzt 11,5 mal 12,5. Muss jetzt nicht rundherum gleichmäßig sein. Es muss auch nicht 100% geschnitten sein. Oder hier zum Beispiel hat es Kerben rausgehauen. Das schrubbe ich nachher mit der Kunststoffbürste ab. Auf jeden Fall brauche ich jetzt von oben 5 cm circa. Das schneiden wir nämlich runter, das kommt später wieder drauf. Circa 20 cm ist der Raum für die Lampe und da machen wir was Besonderes. Aber erstmal die 20 anzeichnen. So, dann schneiden wir das jetzt erstmal. An der Maserung erkennen wir ja nachher, wie das war. Das hier ist jetzt das Unterteil, da bohren wir später noch ein Loch durch, wenn es reicht. Ungefähr bis dahin. Ja, da muss ich noch mal was wegschneiden. Wichtig ist jetzt, wir sind jetzt an diesem Holz. Da nehmen wir das Holz jetzt so und gehen 2,5 cm rein. Das heißt, jetzt schneide ich hier eine 2,5 cm Platte runter und hier. Und wenn ich diese Platten habe, lege ich die hin und schneide jeweils von außen nochmal 2,5 cm, so dass ich dieses Eck hier, ich hoffe, das sieht man, dass ich dieses Eck habe, dieses Eck und dieses Eck. Und wenn ich das habe, sehen wir uns wieder. Jetzt ist das Loch drin und wir können jetzt diese vier Hölzer nehmen und müssen die erstmal anzeichnen, weil da machen wir noch was. Das heißt, einmal hier und einmal da jeweils die Innenseite. Einmal hier, einmal da. Einmal hier, einmal da. Die einzelnen Hölzer, die stellen wir jetzt richtig hin, markieren die und da bohren wir dann auch ein Loch rein. Der hier ist ein bisschen ausgebrochen hier an der Aschkante, den habe ich jetzt geleimt, der kommt dann später dazu. Bevor ich jetzt aber da fräse, werde ich mit dem Abrundfräser so tief rein, weil der hat hier auch noch eine Schneidklinge, reinfahren, dass die Fassung nachher hier innen liegt und aufsitzen kann. Das machen wir aber auf 2 Stufen. Hier hinten, da ja das die Vorderseite ist, werde ich jetzt noch eine Nut reinschneiden, die so breit ist, dass ich das Kabel hier auch vertackern oder mit der Heißklebepistole
festkrieg, damit das Kabel hinten sauber rausläuft. Die Nut ist jetzt zwar nicht mittig, wie ich es wollte, aber es ist eigentlich egal. Ich komme auf das Loch und diesen Zentimeter breit, anderthalb breit und einen Zentimeter tief. Wir nehmen jetzt die Kopierhülse, stecken die da einfach in das Loch. Und dann muss ich jetzt wieder das richtige Holz haben. Das ist schon mal falsch, das ist hier hinten. Wo ist jetzt das andere? Da. So, das kommt hier hin. Jetzt müssen wir das gut setzen und dann einmal runterdrücken. Und in das Loch bohren wir jetzt gleich rein. Mit dem Achter. Dann kommen auch schon die Dübel rein. Welches haben wir jetzt? Das da kommt so rum hin. Das schmieren wir jetzt gut mit Holzleim ein. Und wenn das jetzt ein bisschen übersteht, ist das gar nicht schlimm, weil da nehmen wir nachher nämlich eh mit dem Schleifpapier noch was ab und die Kante wird auch noch abgerundet. Komplett. Solange jetzt alles trocknet, bohren wir oben die Löcher. Das wird nachher verschraubt, dass ich die Sachen austauschen kann. Das seht ihr aber nachher. Und da bohren wir jetzt 1,25 x 1,25 tief, erst mit 8 mm. Und zwar so tief. Dann drehen wir den auf 0. Und wenn ich jetzt die 0 erreiche, hier oben, dann bin ich tief genug. Jetzt drehen wir den Akkuschrauber aber ganz weit runter. Auf 5 mit dem Drehmoment. Und damit wäre dann Teil 1 schon mal fertig. Wenn wir das dann im Groben zusammen haben, tun wir erstmal alle Ecken abrunden, auch hier innen. Und dann fahre ich mit der Kunststoffbürste drüber und hole die, die Struktur vom Holz raus. Streichen tue ich es jetzt mit Anthrazit von Rust-Oleum. Ich hoffe, dass ich mich da in der Farbe nicht vertue. Deswegen werde ich jetzt erstmal die Rückseite nehmen und da mal testen. Ansonsten wird es weiß. Wenn der Lack trocken ist, könnt ihr ihn abschleifen, je nachdem wie schnell ihr sein wollt. 80er, 120er, 240er zum Schluss. Und jetzt nehmen wir auch schon den Deckel runter. Ich nehme jetzt hier einfach eine Ladung, drücke das da rum. Und mache die sofort da rein. Wirklich gerade. Das Kabel hier unten machen wir einfach mit Heißkleber fest. Ich habe jetzt doch noch das ausgetauscht gegen 2,4 mm Plexiglas, Milch, also weiß, und eine 40 Watt Lampe reingebaut.
Das Gute ist, dass es so breit wie mein Sägeblatt passt zumindest mal rein und ihr spart euch ein bisschen Arbeit. Die Werkstatt sieht jetzt aus wie Sau, aber die Lampe ist fertig und ich finde das mit dem Milchglas arschgeil. Ja, meine erste Lampe, meine richtige Stehlampe. Und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht zuzuschauen. Im nächsten Video sehen wir Teil 2 von der Frässchablone. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem, was ihr macht. Bis dann. Ciao.